Hallihallo Freunde, wir sind wieder da mit unserem Let's Play Together. Heute ein wenig zügiger als in den letzten Malen. Ja, wir sind hier immer noch bei dem Rätsel. Und ich muss dazu gestehen, in unserer Pause habe ich mir jetzt hier wirklich keine Gedanken mehr darüber gemacht. Du? Nee. Danke. Ja, super. Ja, um was ging es hier eigentlich? Dadurch, dass sie genau aneinander grenzen, bilden sie entweder einen geschlossenen Bereich. In der Mitte kannst du den Flächeninhalt des unten in Rot angesehen in Quadratmetern ausrechnen. Wenn der Durchmesser hier... Moment mal, hier siehst du vier kreisrunde Blumenbeete. Jedes davon hat einen Radius von 10 Metern, also einen Durchmesser von 20 Metern. Dadurch, dass sie aneinander grenzen, bilden sie einen... kannst du den Flächeninhalt des unten in Rot angezeigten Bereichs in Quadratmetern ausrechnen. Ja, los. Dann wissen wir ja schon, dass er einen Radius von 10 und einen Durchmesser von 20 hat. So. A, Fläche wird A mal B gerechnet. Das heißt... 10 Meter... mal 10 Meter, richtig? Oh, ich glaube, das ist so wenig. Wieso? Du musst doch nur... Ach nee, das in Rot gekennzeichnet, das muss man hier auch noch mit. Also diesen Zwischenraum hier. Weißt du, was ich meine? Warte mal, ich habe hier die 2, weißt du ja. Es ist nur die Frage... Kannst du den Flächeninhalt, Das hier unten, der Kreis, das ist ja kein Problem. Nur das hier in der Mitte, das ist so, das soll's ja auch noch. 100, 200. Bilden Sie einen abgeschlossenen Bereich in der Mitte. Ich würde sagen 400. Na, ich meinte, wie kommst du da drauf? Schwer so zu erklären, wenn ich es dir nicht zeigen kann. Ach ja. Okay, was hast du gesagt, 400? Ne. Ah, das ist eine Vieh. Also, manchmal ist ja schon komisch. Kein Rätsel ohne Lösung. Tatsächlich. Naja. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. 2 plus, ne? Gut gemacht. Der rote Bereich umfasst eine Fläche von 400 Metern. Wenn du den Mittelbereich in Viertel teilst und diese dann, wie rechts gezeigt, um das runde Beet anordnest, wird aus dem Kreis im Handumdrehen ein Quadrat. Die Seiten dieses Quadrats sind dann exakt so lang wie der Durchmesser eines einzelnen Blumenbeets, 20 Meter. Multipliziere diese Zahlen mit sich selbst, dann hast du die Lösung. Tja, ja. Logisch, man merkt, ne? Dass, ja, wenn man es jetzt so sieht, man merkt, dass ich lange aus der Schule bin. Ja. Ach, wer hatte den gesprochen? Ich glaube ich, ne? Ja, mach. Ja, holla, das Rätsel habt ihr mal ganz schnell gelöst. Da wird mir ja ganz schwindelig. Ihr steckt voller Energie. Alleine Gedanke ermüdet mich. Eine Pfefferkirsche haben wir erhalten. Koche köstliche Kräutertees im Koffer des Professors. Ah, und das Rätsel. Tja, jetzt hat man hier schon nach Münzen gesucht. Münze, da eine. Nein. Keine Münze. Nein, okay. Links oder rechts? Guck mal, links sieht aus wie... Diesmal entscheidest du. Ja, siehst du schon rosa da aus? Ja. Au. Hey da, entschuldigen Sie, ich würde gerne ganz kurz mit Ihnen etwas bereden, ja. Oh, guten Tag. Sie sind mit Inspektor Chalmay angereist, nicht wahr? Partner ist mein Name. Ich bin Wachtmeister und unterstehe Inspektor Chalmay. Ich möchte Ihnen nahelegen, nicht mit einem Kind in diese Richtung zu gehen. Wieso? Was ist denn da hinten? Ich war meine Vermutung richtig? Ja. Das möchtest du gar nicht so genau wissen, Kleiner. Ich schlage vor, sie machen kehrt. Er wird seine Meinung wohl nicht ändern, Luke. Wir müssen uns nach einem anderen Weg umsehen. Och, nee. Oh. Das sieht doch echt exakt danach aus, oder? Ja.
Na gut, geh mal hier hin. Oh je, sehen Sie nur, Professor, da ist Inspektor Chalmie. Schon wieder. Kein Grund zur Sorge, Luke. Er sammelt sicher nur Informationen über den Fall Dr. Shredders. Shredders. Offenbar kam er endlich zu dem Schluss, dass der Schlüssel zum Lösen des Falls in Folsons liegt. Ja, übrigens, Calvin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber sehr viele Zuschauer, die haben Probleme mit unserer Aussprache. Ich glaube, Folsons heißt es. Ja, genau. Und du, bei dir heißt es nicht Pantoffel, was denn jetzt? Pandora, nicht Pantoffel oder Kartoffel. Ja, okay, wir machen weiter. Dann hat der Inspektor wohl zur Abwechslung mal alles im Griff. Wieder alles im Griff. Fassen wir nochmal zusammen. Dieser Mann hat also wegen der Schatulle herumgefragt. Und Sie sind sich da ganz sicher? Ja, der Mann auf dem Foto war das. Dieses Gesicht würde ich überall wiedererkennen. Nun, dann ist alles klar. Auf mein Gespür ist eben immer Verlass. Kommen Sie, Barton. Wir gehen weiter. Jawohl, Chef. Ich bin direkt hinter Ihnen, Chef. Das könnte man auch falsch verstehen. Oh, da konnte man rein. Das war meine Katze. Sieh dir mal die Fotos der Stadt an, die hier hängen. Der Fotograf hat ein gutes Auge für Details. Aber wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass die Fotos nicht zeitlich geordnet sind. Meinst du, du kannst sie in der Aufnahmereihenfolge ordnen? Nein, sag nein. Okay. Ja. Vier Fotografien zieren die Wand von Josefs Fotoladen. Jedes der Bilder stellt denselben Ort dar und wurde zur gleichen Tageszeit aufgenommen. Allerdings stammt jedes Foto aus einer anderen Zeit. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du erkennen, in welcher Reihenfolge dieses Foto aufgenommen wurde. Gib als Antwort die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge an. Beispiel A, B, C, D. Also das Einzige, was ich jetzt hier erkenne, ist dieses Fenster hier. Und oben die Schrift. Stimmt, die ist hier schwarz. Und im Hintergrund bei B und D ist die Lampe. Ein anderes Haus. Ja, und die Lampe hier. Ja. Also dann würde ich sagen, ist C das erst nehmen, das hier auch noch. C zuerst, weil da noch keine Straßenlaterne steht. Okay. C, D... C, D, B, A. Okay. C, D, nein. D, wie doch. L, genau. C, D, B, B. B. Ey, wie sieht das? Hallo? Also. B. A. Aber. Ob das stimmt? Tja. Ich mal wieder hier. Haha, Kinderspiel. Genau. Gut beobachtet. Die korrekte Reihenfolge lautet CDBA. Auf Bild C ist die Straßenlampe noch nicht aufgebaut, aber auf Bild D steht sie schon. Auf Bild B sieht man einen neuen Bau im Hintergrund und das Restaurantfenster ist eingeschlagen. Ach, das soll eingeschlagen sein? Okay. Auf Bild A ist das Fenster repariert und das Ladenschild ist durchgebrannt. Auch die Tür des Fotoladens ist neu gestrichen. Stimmt. Die Tür ist mir gar nicht aufgefallen. Aha, nach diesen Fotos zu urteilen, hat Folsons eine lange, interessante Geschichte. Folsons. Oh toll, gäbe es noch mehr Fotos, könnte man die ganze Entwicklung der Stadt verfolgen. Das ist ein interessanter Gedanke, Luke. Aber wenn die Fotos so alt sind, wieso sehen sie so neu aus? Jetzt, wo Sie es erwähnen, fällt mir das auch auf. Normalerweise lässt bei so alten Fotos die Bildqualität stark nach. Wie das Fotostudio die Fotos wohl in einem so einwandfreien Zustand hält? Ah, Zahnradteil, ja super. Wir haben ja noch nicht genug. Münze. Was? Wo
wofür wohl diese riesige Kamera verwendet wird? Ah, ich weiß es nicht. Wieso nicht? Diesem, was, keine Münze? Da, wusste ich doch. Keine Münze. Diese Fotos sehen für ihr Alter aber erstaunlich neu aus. Wie schaffen sie das nur? Schlecht. Ich bin wirklich geschmeichelt, aber wie ich schon sagte, ich behandle die Fotos auf keine besondere Art. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Aussprache für den Herrn. Aber okay, das ist auch kein langes Gespräch. Dann spreche ich jetzt ganz, ganz deutsch. Ganz deutsch? Das verstehe ich guck mal. Nicht. Er schwitzt. Hm. Sie sehen etwas unzufrieden aus, mein Herr. Wo drückt denn der Schuh? Ja, ich stehe jeden Tag stundenlang hier draußen. Das geht mit der Zeit in die Beine, wissen Sie? Ich sollte wirklich anfangen, regelmäßige Pausen einzulegen. Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie als Türsteher es nicht leicht haben. Vielleicht können wir Sie mit einer Tasse Tee verwöhnen. Tee kann sehr erfrischend sein. Ah, das wäre nett, aber ich muss Sie gleich vorwarnen. Ich arbeite in einem 5-Sterne-Restaurant, was mich wählerisch gemacht hat. Aber wenn Sie einen milden, leicht pikanten Tee kochen würden, treffen Sie genau meinen Geschmack. Na toll. Servieren. Wenn es geht, dann kocht zurück. Nein, ich verstehe schon, dass Sie es aufgeben. So ein Tee ist ja auch nicht einfach zu machen. Nein, nicht aufgeben. Ich will doch. Ach nein. Ich will. So auf Kochen klicken. Na ja! Och, leck mich doch, das Sackmensch. So. Ich will eine zweite Tasse haben. Oder auf Kochen. Ja. Was soll ich denn nehmen? Pfefferkirsche. Was war? Wähle 3 Zutaten. Ach so, jetzt habe ich das wieder weg. Pikant, das ist doch schon. Was? Zutaten? Pikant. Mild? Nimm mal 2 milde rein. Sauer? Ein Moment Geduld. Das war leider keine gute. Entschuldigung, Professor, aber davon kann ich einen ganz schlau. Achso. Die reden ja die ganze Zeit. Süß. Erfrischend wollte er haben, oder? Ah, okay. Achso, guck mal hier. Hallo, der redet. Achso, Professor, ich muss mal kurz. Na toll. Oh je, da sieht man es wieder. Nur Übung macht den Teemeister. Schreibt man Übung nicht groß? Was wollte der haben? Der wollte einen milden. Mild, pikant, süß, sauer. Versuch mal so. Probier jetzt einfach alles aus. Durchaus. Ja, bla bla bla. Ist noch 2 Minuten. Ach nein! Wundervoll, du hast einen köstlichen Tee gekocht. Feuermilde. Oh, welch ungewöhnliche Rezeptur. Dezent und pikant zugleich. Und im Nachgeschmack auch noch zuckersüß. Ich finde es beeindruckend, wie perfekt sich Schärfe und Süße die Waage halten. Wer hätte gedacht, dass süß und pikant so gut miteinander harmonieren können? Ach komm, die 7. Und? Wer redet das? Ein vorzüglicher Tee. Felix ist erfrischt, zufrieden und voller Energie. Sollen wir Schluss machen? Mhm. Gut, Freunde. Dann mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden wir uns. Bis gleich im nächsten Teil. NRW über 18. Adieu. Ciao.